Jo, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. So, ja, ich werde mal probieren, ich öfters mal schon gelesen habe, bezüglich Rendern von Let's Plays, dass man im X264 bei MeeGuy das Deblocking deaktivieren sollte. Das wohl Details verwischt und ja, das werde ich ab diesem Video hier mal ausprobieren. Wäre ja ganz nett, wenn in diesem Filterwirrwarr vielleicht sogar die Performance dann ansteigt, weil man ja dann zumindest diesen Filter ausschalten würde. Und ja, jetzt schauen wir mal rein hier. So, genau, und dann müsste man da runter, ne? Wir können uns ja hier nochmal ein bisschen umsehen. Ich bin nämlich auch voll raus wieder. Falls man hier noch irgendwie zurück kann, weiß ich nicht. Bisschen Beretta Ammunition wäre echt ganz nett, ne? Aber ich will jetzt auch nicht zu weit zurücklaufen dann. Nur für den Fall, dass da eben was geht. Weil die Knifte ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Guck mal, ob wir hier irgendwo was finden. Nee, und die sollte Eagle, aber vielleicht sollte ich die mal ein bisschen mehr benutzen. Die Desert Schniegel. Ein bisschen abkürzen hier, dass wir vielleicht ein bisschen schneller unterwegs sind hier. Gut, gut. Dann wollen wir uns das Ganze mal angucken, wie es hier weitergeht. Hütte ist zu. Jo, dann schauen wir uns doch mal hier unten um. Die alle umgemetzelt hier, ne? Boah. Lass den Teufel! Daim hat dich geschickt! Holy shit! Kann nicht wahr sein, ne? Wieso verrecke ich denn hier jetzt so schnell? Wow. Oh, da kommt er. Junge, 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 warum frisst denn der so viel? Feierabend hier. Oh Mann, du. Dicke Pain-Action hier wieder. Das ist manchmal echt eine krasse Nummer, ey. Auf Kopfhörern vor allen Dingen. So, jede Menge Zeug hier. Ist hier irgendwas drin? Nein, anscheinend nicht. Okay. Tja, dann kommen wir mit Sicherheit hier durch. Richtig teuer zu verkaufen. Ich hätte etwas anderes behauptet. Wladimir. Nimm so viel Waffen und Munition, wie du brauchst. Du triffst mich später auf der Brücke. Okay. Schöne Wummen hier. Oh, jetzt geht ja bestimmt richtig gleich krass die Post ab, wa?
Okay. Hast du alles, was du brauchst? Denke schon. Ich stehe in deiner Schuld. Wenn du etwas brauchst... Das ist mein Solo. Wenn ich mit Punchinello fertig bin, stellt dir für niemanden mehr ein Problem dar. Klar wie Wodka. Aber solltest du Reimer in der Klemme sitzen, pfeif einfach. Das ist vielleicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ihr geht bei diesem ganzen Gangsterkram wirklich einer ab, oder? Okay. Selbst mit all dieser Feuerkraft rechnete ich nicht damit, Punchinello auf seinem Anwesen erwischen zu können. Ich konnte nur hoffen, dass ihr mich winseln hören wollte, um zu sehen, dass ihr gewonnen habt. Hier ist Max Payne. Ich möchte ein Geschäft vorschlagen. Payne, du bist ein toter Mann. Das sagen alle. Ich habe ihr Schiff und die Ladung. Ich möchte, dass wir uns treffen. Kein Payne, keine Kohle. Capisch? Kennen Sie mein Restaurant? Ja, ich kenne es. In einer Stunde. Punchinellos Restaurant hatte schon bessere Tage gesehen. Der kalte Schnee war wie der Ascheregen nach dem Weltuntergang. Aber das war draußen. Im Restaurant des Don würde es bald heiß hergehen. Ich wusste, es war nicht wahrscheinlich, dass Punchinello tatsächlich auftauchen würde. Aber hoffen ist ja nicht verboten. Oh nein. Das ist wieder eins dieser Grusel-Level, ne? Oh. Holy shit, ey. Das war definitiv verkehrt. Hier muss ich wohl lang. Oder auch nicht. Hä? Durch die Tür? Nein. Oh, das ist sowas hasse, ne? Hier durch die Tür, wa? Denke ja. Okay. Gott, ey. Holy shit, ey. Okay, wo soll ich da lang? Muss ich da schnell genug sein oder so? Oh Mann. Da war auf jeden Fall eine Tür, ne? Hm. So machen. Scheint so. Alter, was ist denn hier los? Scheiße. Oh. Holy shit, ey. Wie ich diese Mission hier hasse, ne? Brennt die ganze Hütte ab hier. Scheiße! Lass mich heile! Oh, Jungs! Erstmal zwischenspeichern. Was, Alter, was? Okay, anscheinend hier durch. Oh Mann. Verdammte Scheiße, ey. Oh, was? Verdammte Kacke, ey. Boah. Kann nicht wahr sein. Hab mich doch jetzt hier nicht festgespeichert, oder? Nee. Ah. Eine Tonne entgegen irgendwie. Muss eine Runde springen, ja. Okay. Jetzt. Ah, hier rüber jumpen und hier durch. Punchinello brannte darauf, mich zu sehen. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Er versuchte, meine Flammen mit Benzin zu löschen.
Ups, das war nur so eine Ratte da. Hm. So, ich muss hier mal pausieren. So, da bin ich wieder. Oh, wollen wir mal gucken hier. Da brennt die Hütte. Hier kommen wir nicht rein. Hier gab es Muni. Und da ist der Typ hier gerade vor mir weggelaufen, ne? Okay. Ja, und dann... Junge, ey. Hat aber gut getroffen, ey, wa? Alter Schwede. Beruhig dich mal da unten. Ja. Ist ja gut. Hua. Mal wieder ein bisschen Slow-Motion-Action machen, ja. Ja. Die Gorillas hatten einen wirklichen Schatz bewacht. Den Weg raus aus diesem Inferno. Das ist Pain. Shit. Oh, super. So. Hab ja wieder mal nicht gespeichert, ne? So. Gucken wir doch mal, was wir mit Granaten hier regeln. Die Gorillas hatten einen wirklichen Schatz bewacht. Den Weg raus aus diesem Inferno. Bringt mir aber nichts. Okay. Krass. Ob wir das noch in dieser Folge schaffen, hier weiterzukommen. Die Gorillas hatten einen wirklichen Schatz bewacht. Den Weg raus aus diesem Inferno. Das gibt's ja gar nicht. Oder habe ich die Granate nur schlecht geworfen? Die Gorillas hatten einen wirklichen Schatz bewacht. Den Weg raus aus diesem Inferno. Ja, das hat geklappt. Gut, gut. Junge, 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 schreck mich nicht so. Oh, wie kann man hier unten lang, ja? Kann man sich alles mal schön angucken hier. Jo, gut, gut. Überall Ratten. Hat das eine Bewandtnis, dass man da unten lang kann? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Mach den kalt! Ah. Ja, das war ja klar. Erwischt. Boah, ey, was. Na, klasse. Na, komm. Ja, mach doch. Kill mich doch. Ja, komm. Schieß. So. Wenn sie mich killen sollen, dann treffen sie mich nicht, ne? Das ist auch wieder witzig. So, den habe ich gekriegt.
auch weg vom Fenster. Der auch. Einen nach dem anderen hier. Zack, 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 zack. Ah, dann kommt er von hinten, ja. Aber nicht mit mir hier. Ich genau richtig gespeichert. Aber exakt. Sowas. Glück gehabt, dass ich mich da nicht festgespeichert habe. Hätte auch anders ausgehen können, ne? Feige Sau, ey, steht da in der Ecke hier, oder? So. Wollen wir hier mal hochgehen, oder? Schauen uns hier mal ein bisschen um, würde ich sagen. Zack. Wladimir hatte meine Rauchzeichen gesehen. Der Motor des Mercedes heulte auf und übertönte beinahe das infernalische Gewimmer der Sirenen. Kommst du? Wir setzen dich bei Punchinellos Anwesen ab. Hört sich gut an. Wenn das alles vorbei ist, schau mal bei mir rein. Ich könnte einen Profi wie dich gut gebrauchen. Ich werde daran denken. Die Nacht ächzte vor Kälte. Die Gartenlampen flackerten nervös. Der Schnee in ihrem Licht war tödlich weiß mit der Dunkelheit verschluckt. Das Trio waren geisteskrank. Wenn der Capo sie gelassen hätte, hätten sie die Köpfe ihrer getöteten Feinde über dem Tor des Anwesens aufgehängt. Punchinello wollte mich haben, er würde mich bekommen. Der Trick in meiner Situation war, dass es gar keinen Trick gab. Ganz egal, was man im Kino zu sehen bekommt. Keine Regeln, kein geheimes Mantra, keine Straßenkarte. Es ging nicht darum, besonders schlau oder gut zu sein. Es war Chaos und Glück. Und jeder, der etwas anderes glaubte, war ein Idiot. Alles, was man tun konnte, war hart zu spielen und so lange durchzuhalten, wie man konnte. Jemand hatte die Hintertür für mich offen gelassen und die Wachen getötet. Ich wettete jeden Betrag auf Mona. Ich wusste, dass das Trio zwischen mir und Punchinello stehen würde. Ich hatte ihre Strafregister gelesen, dick wie Telefonbücher. Niemand würde hier lebend herauskommen. Die Kälte der angebrochenen Nacht war mir ins Innere gefolgt. Im obersten Stockwerk tanzte das Trio durch das Anwesen zu den leisen Rhythmen ihrer mörderischen Herzen. Das Blut ihrer Opfer, die Rost. Schicke Bude. Vince Munayo, Pilot Providence, besser bekannt als der große Bruder. Und Joe, Sargnagel Salem. Die Pistole war ein gefrorener Klumpen in meiner Hand, der sich bis auf die Knochen durchfraß. Ja. Schicke Hütte. Ja, wir machen hier jetzt aber dann erstmal Schluss für diese Folge. Und ja, bis dann, wenn es wieder heißt Max Payne, würde ich mal hier sagen an dieser Stelle, ne? Bis dann.